Ja, da wäre ich wieder zur nächsten Folge von Minecraft, ne? Wieder an einem Mittwoch wie immer. Und ja, allerdings nehme ich das jetzt mal zu einer anderen Zeit auf als sonst. Sonst nehme ich ja immer entweder abends auf oder irgendwie wann anders. Ich weiß gar nicht, wann hatte ich letzte Folge gemacht? Auch früh morgens, ne? Jetzt auf jeden Fall mal nach der Schule. Das heißt, ich bin ein bisschen geschafft heute. War auch wieder ein bisschen ein längerer Tag, weil wir da noch ein bisschen was, ein Projekt gemacht haben und so, und ja, da hat er sich ein bisschen gezogen. Aber ja, es läuft ganz gut zurzeit. Wird wahrscheinlich jetzt eh keinen interessieren, der das hier guckt, aber ich wollte es nochmal sagen, ne? Wird ja wohl nicht verboten sein hier. Nee, ich bin ja schon still, ne? Beziehungsweise ich rede über was Besseres. Und zwar, was haben wir denn da so zurzeit auf der Agenda? Ich hätte auf jeden Fall noch die 1.9, die wollte ich ja heute eigentlich schon spielen, allerdings ist die noch nicht da. Wir sind immer noch auf der 1.8. Ist ein bisschen nervig gewesen, denn vor 2 Tagen oder so hätte die rauskommen sollen. Aber die haben einfach mal gesagt, ne, die bringen wir doch noch nicht raus. Wir verschieben die nochmal. Ey, ohne Witz, ne? Jetzt brauchen die schon so lange. Die haben so lange die Snapshots gebracht und so weiter. Und haben dann irgendwann gesagt, yo, endlich, jetzt kommt die 1.9. Und haben schon die Pre-Releases rausgehauen und so weiter. Und dann haben sie gesagt, okay, zu dem Termin kommst du definitiv. Und dann, was ist, verschieben sie es wieder, ey. Es war so klar eigentlich, aber es ist eigentlich einfach nur noch traurig, finde ich. Weil warum muss man das noch weiter hinauszögern und noch weiter? Weißt du, und am Ende bringen sie die und dann finden sie doch noch Bugs, die sie dann noch fixen. Das ist nämlich der ganze Grund, weil sie noch Bugs drin haben. Deswegen haben sie die noch nicht gebracht. Weißt du, aber am Ende finden sie eh noch welche in der 1.9 und bringen dann noch eine 1.91, 1.9, keine Ahnung, bis wohin. Wahrscheinlich wieder bis 10 oder 11 am Ende. Und das wieder über ein Jahr verteilt oder so. Also, ich weiß nicht. Hätten sie uns lieber die 1.9 jetzt rausgebracht, als uns noch länger warten zu lassen. Die verschieben das sowieso noch dreimal, das werdet ihr sehen. Am Ende kriegen wir die erst irgendwie im April oder so. Also, das ist schlimm. Ich weiß nicht, was es ist, aber dass es schlimm ist, das wissen wir alle. So. Und ja, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass die Updates später dann mal endlich ein bisschen öfter kommen. Es wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Ich möchte auch nicht so viel Inhalt drin haben, also nicht so ein krasses Update wie der 1.9. Das weiß ich, dass man sowas nicht irgendwie jede Woche machen kann oder sagen wir mal alle 2, 3 Monate. Das geht nicht. Aber dass man zumindest mal irgendwie alle 2, 3 Monate, so wie das früher war, so ein kleineres Update rausbringt, wo halt nicht ganz so krasse Änderungen drin sind, ja. Das fände ich mal eigentlich richtig geil. Und nicht so, wie sie das jetzt gemacht haben. Das hat wirklich 1,5 Jahre. Das ist viel zu viel, ey. Boah, schlimm. Naja, aber da können wir uns nächste Woche nochmal drüber unterhalten. Da werde ich auf jeden Fall die 1.9 spielen. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, dass wir dann endlich mal anfangen. Und ja, das wird doch hoffentlich ziemlich nice dann. Ne? Einfach mal in einer neuen Version. Und ich weiß, dass ich die ganze Zeit hin und her laufe und noch nichts schaffe. Aber wie gesagt, es war ein langer Tag, eine lange Woche. Es ist heute Freitag. Und ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen, wenn ich da ein bisschen verpeilter bin. Ja. So. Okay, hier kommen Treppen hin, ne? Ja, keine Ahnung. Ich mach das später weiter. Was wollte ich jetzt erstmal machen? Ich wollte erstmal vorne zum Fenster und wollte da endlich mal Glas reinsetzen, weil das hat mich genervt. Seit Ewigkeiten ist dieses Ding hier offen. Und ich möchte jetzt hier endlich mal irgendwie was drin haben, ne? Deswegen mache ich das jetzt mal. So, hier haben wir ja. Ach so, stimmt, das wäre die Wand. Das heißt, es wäre okay, wenn wir hier das Fenster machen. Oder soll ich das so hier machen? Ich weiß nicht, was wäre da besser? Ich glaube, ohne das ist es besser. Genau. Okay. Ja, Leute, zur Umfrage der letzten Woche. Da habe ich ja eine Umfrage gemacht, in der Folge. Und die wollte ich eigentlich heute auswerten, aber da ich die Aufnahme wieder so früh mache, also wieder so weit vorproduziere,
ist natürlich jetzt noch nicht so viel zusammengekommen. Und ich warte dann lieber noch ein bisschen, bis ich dann die Umfrage auswerte am Ende. Aber das machen wir doch. Also das vergesse ich nicht. Gibt's also dann auch nächste Woche. Und ja, dann gucken wir mal, ne? Bin ja schon mal gespannt, was da nächste Woche so zusammenkommt in der Folge. Ich hole mir jetzt erstmal ein paar Tintensäcke und ein bisschen Knochen oder so. Obwohl wir beides eigentlich noch haben sollten. Aber egal. Ich gehe einfach trotzdem los. Okay. Ist das dieses Killerkaninchen? Nee. Ich denke immer, wenn diese Viecher mit den roten Augen da sitzen, dass es Killerkaninchen sind. Aber das sind einfach ganz normale. Die sehen nur so komisch aus immer. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich auch kein krasses Thema für heute. Ich weiß nicht. Obwohl, doch, ich hatte ein Thema, aber ich habe das schon wieder vergessen. Shit, ey. Was wollte ich denn da heute ansprechen? Steht hier noch was? Hier steht doch noch was. Ach so, genau. Was noch so ansteht. Also erstmal Umfrage und so, ist klar, ne? Das kommt nächste Woche, wie gesagt. Und ich gehe jetzt doch erstmal nach Hause, by the way, ne? Weil das ist mir jetzt zu dunkel hier. Ich warte eigentlich die ganze Zeit nur drauf, dass es Nacht wird, damit ich mich hinlegen kann, dass der Regen hier weggeht. Das ist nämlich mega nervig. Ja, auf jeden Fall wollte ich nebenbei noch über die Roomtour reden. Ich habe mir überlegt, so eine Roomtour zu machen. Ist schon länger her, die Idee. Ich weiß nicht, glaube ich, habe die Idee schon vor über einem Jahr oder so gehabt. Und habe ich die mir hier mal aufgeschrieben auf meine Themenliste. Und ich weiß nicht, ich habe das bis jetzt noch gar nicht angesprochen die ganze Zeit. Soll ich mal eine Roomtour machen? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich will erstmal so mir ein paar Sachen, so ein bisschen ein paar Antworten noch so holen von euch. Also ob es euch jetzt egal ist oder was meint ihr dazu? Schreibt es mir gerne mal. Soll ich mal eine Roomtour machen oder nicht? Ja. Ist vielleicht mal ganz interessant so zu sehen. Also, ja. Deswegen frage ich euch mal. Und auf der anderen Seite habe ich mir aber auch so gedacht, ist das nicht ein bisschen ein Eingriff in die Privatsphäre? Hatten wir auch schon das Thema, ne? Privatsphäre und YouTube und so weiter. Das ist sowieso immer so ein präsentes Thema bei allen YouTubern eigentlich. Weil jeder muss sich halt überlegen, okay, wie viel gebe ich von mir preis? Und jeder hat halt seine eigenen Ansichten. Und ich weiß nicht, ob ich hier so eine Roomtour, ob ich sowas machen kann. Oder ob ich sowas machen will überhaupt. Ich denke mal, die Entscheidung liegt am Ende immer noch bei mir. Ich will mir nur mal ein paar Gedanken von euch so ein bisschen einholen, ob ihr da Interesse dran hättet. Aber am Ende entscheide ich immer noch. Also ich glaube, ich kann euch da ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Es wird keine Roomtour geben. Weil ich finde, wie gesagt, das ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Und bei mir gibt es sowieso nicht so viel zu touren. Also ich weiß nicht, hier gibt es nicht so viel zu zeigen. Ist halt, ich habe halt auch nicht so krasse Technik oder so, die ich hier zeigen kann oder so. Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich mal meinen PC zeigen. Oh, da ist jetzt auch nicht so Bombe. Das ist eigentlich ein uraltes Ding. So von den Bauteilen her zumindest. Ich weiß nicht, die sind eigentlich richtig, wie sagt man, so richtig veraltet, die Bauteile. Die sind bestimmt so auf dem Stand von 2009 oder so. Habe ich das Gefühl. Also was damals so ein richtig guter Rechner war, ist heute eigentlich so, ja, shit. Und ich glaube, so einen Rechner habe ich. Ja, ohne den jetzt schlecht reden zu wollen oder so. Ich meine, er funktioniert. Ich habe den auch noch nicht so lange, aber die Bauteile sind halt ziemlich alt und ist halt alles ein bisschen nicht mehr auf dem neuesten Stand, sage ich mal, ne? Ich meine, die Technik entwickelt sich auch schnell und rasant und da ist man auch schnell wieder, kommt man schnell nicht mehr hinterher, ja. Und ja, ich finde es jetzt noch okay. Obwohl, wenn ich hier so Modpacks wie Minecraft Mark spielen will, dann bräuchte ich mal einen neuen Rechner. Habe ich nämlich festgestellt, die Map, die laggt einfach nur des Todes. Ich kann die nicht spielen. Das ist einfach nur schlimm. Und deswegen überlege ich mir dann doch mal irgendwie da mir einen anderen Rechner zu holen oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Ja. Was gibt's noch so? Was wollte ich noch sagen?
Zur Roomtour, also wie gesagt, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Nur um das Thema jetzt nochmal abzuschließen. Ich schau mal, ne? Ich schau erstmal, was ihr dazu schreibt. Und, aber wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht viel versprechen. Ich wollte nur mal so fragen, ob ihr da so Interesse habt oder so. War ja damals so ein Einfall von mir. Jo, vielleicht machen wir das mal. Aber wie gesagt, mittlerweile hat man die Meinung halt auch ein bisschen geändert. Und da habe ich halt dann auch so gesagt, nee, komm. Muss auch nicht sein unbedingt, ne? Wir kommen auch so zurecht. Und ja. Deswegen. Okay. Würde ich das Thema jetzt abgehakt betrachten. Und ja, was wollte ich jetzt noch ansprechen? Zum Ende des Videos eigentlich nichts mehr, ne? Ich wollte hier nur noch die Fenster machen. Die Folge wird auch wieder so 15 Minuten sein. Also ich werde jetzt nicht hier wieder 20 Minuten oder so machen. Weil die Umfrage noch nicht ausgewertet ist. Und vorher mache ich jetzt also erstmal 15 Minuten. Ich denke mal, das ist ein guter Kompromiss für alle. Und ja, ich meine, ich habe auch schon viele Folgen gemacht, die über 20 Minuten gehen. Wenn ihr Interesse habt an solchen Folgen, dann guckt euch gerne mal die älteren Sachen an. Da waren auf jeden Fall auch vielleicht interessante Themen dabei. Ich weiß nicht, ob die sich noch anzugucken lohnen. Ich denke schon. Manche natürlich weniger. Die sind ein bisschen veraltet, wie irgendwelche News oder so. Wenn ich über irgendwas berichtet habe, was mal irgendwann passiert ist. Das ist natürlich dann jetzt nicht mehr so aktuell, ne? Aber da waren sicherlich auch ganz coole Themen dabei. Genau. So, dann meinte auch jemand zu mir, ich spreche immer so Themen an, die für eine Zielgruppe von Kleinkindern ist. Weil ich ja mal die Folge gemacht habe über Ice Age 5. Das war aber jetzt an der Stelle einer, der das gesagt hat, der hat sich die Folge nicht angeguckt, der hat nur den Titel gelesen. Und der hat halt dann nicht so in die Folge reingeguckt, ne? Hat also so ein bisschen Vorurteile gehabt. Aber ich weiß nicht, vielleicht war es ja wirklich so. So Ice Age ist ja nicht so eine Sache, die jetzt für eine ältere Zielgruppe gemacht ist, sondern das gucken halt doch eher Jüngere. Ich weiß nicht, der Film ist ja eigentlich ab 0, aber ich weiß nicht, wie jetzt die richtige Zielgruppe aussieht. Ich denke mal so, keine Ahnung, 6 bis 10 Jahre oder so ist die Zielgruppe. Kann das sein? Oder 12 oder irgendwas? Aber halt nicht mehr so in meinem Alter, da guckt man sowas halt nicht mehr. Ich habe das halt nur so ein bisschen darauf bezogen, weil ich früher immer diese Filme geguckt habe und habe dann auch mal so ein bisschen die Teile miteinander verglichen, also hier Ice Age 1 und 2 mit den neueren, und dass die halt dann doch ein bisschen ideenloser werden, muss ich ja sagen. Ich weiß nicht. Ist mir irgendwie so aufgefallen. Und das habe ich halt da so ein bisschen angesprochen. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin sowieso nicht so ein Fan von solchen krassen Actionfilmen oder so ein Scheiß, was da so im Kino läuft. Also viele Sachen im Kino, die sind einfach nur Crap für mich. Die interessieren mich einfach nicht, ich weiß nicht. Ich brauch sowas nicht. Mir reichen halt so einfache Sachen, sag ich mal. Ich weiß nicht, also manche Sachen reizen mich einfach noch nicht. Ich weiß nicht. Ich find's einfach nicht interessant und es ist meine Meinung und dann ist es halt so. Es tut mir leid. Jeder hat seine eigene Meinung und ich denke auch nicht, dass irgendwer jetzt kommen sollte und sagen, oh Scheiße, du guckst ja nur Kindersachen. Was bist denn du für ein zurückgebliebenes Stück Scheiße oder so? Also, nee. Das ist einfach nur falsch, ey. Das geht niemandem eigentlich was an. Und wenn ich das ja schon sage, was ich so gut finde und was nicht, dann solltet ihr das respektieren und nicht einfach hier schreiben, es ist aber nicht gut. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie, finde ich das falsch, wenn das jetzt irgendwer machen sollte. Jeder sollte seine eigene Meinung haben und jeder sollte dafür auch respektiert werden. Wenn es jetzt keine komplett verwerfliche Meinung ist, also moralisch verwerfliche Meinung oder sowas. Aber darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Ich denke mal, jeder weiß, was ich da so ungefähr meine. Und ja. Ich würde sagen, ich will jetzt hier auch keinen Streit auslösen oder sonst was. Oder will mich irgendwie hier. Ich weiß nicht. Ich will mich jetzt auch nicht hier unbeliebt machen oder so, ne?
wollte nur mal sagen, wenn ich irgendwas sage und das ist halt so klischeehaft für Kleinkinder oder so oder für eine Zielgruppe, die nicht ich bin, dann ist es halt nach dem Klischee so. Aber warum soll ich dann nicht diese Meinung auch vertreten können? Ja, das sagt ja erstmal nicht so viel aus über mich, wenn ich jetzt sage, okay, ich mag das und das. Das sollte man nicht dann gleich denjenigen abstempeln und sagen, Alter, was bist du für einer? Weißt du, das ist noch nicht so aussagekräftig so. Und deswegen ist es dann nicht so angebracht, an der Stelle halt hier irgendeine Scheiße zu schreiben oder zu sagen oder sonst was. Ich würde einfach die Menschen, deren Meinungen einfach so hinnehmen und ist halt so, ne? Und wenn ich halt sage, okay, ich gucke mir den Ice Age Film mal an, dann ist es so, dann mache ich das und da finde ich jetzt auch nichts Schlimmes dran, ne? Aber ja, ihr müsst euch ja nicht angucken, ne? So ist es ja nicht. Ich zwinge euch ja nicht dazu. Ich will euch ja nicht meine Meinung aufzwängen oder so. Ich wollte es euch nur sagen. Ne? Das ist halt der große Unterschied. Und ja, natürlich gibt es auch Filme, die ich mag, die so actionmäßig sind. Ja. Sicherlich. Aber ich weiß nicht, ich mag halt auch solche Sachen teilweise. Ja, auch wenn viele Stellen natürlich nicht witzig sind, weil es ja einfach, keine Ahnung, der Humor ist einfach so lasch. Aber ist ja egal. Ich weiß nicht. Ich kann manchmal auch bei Flachwitzen so übelst abfeiern. Ich bin da jetzt nicht so anspruchsvoll irgendwie. So allgemein, wenn irgendwer so krasse Flachwitze droppt, da muss ich eigentlich schon auch des Öfteren mal lachen. Aber ja, das nur so am Rande. Ich würde sagen, wir machen das hier so mit schwarzen Dingern an der Seite und in der Mitte machen wir hier so weißes Glas. Und ja, dann mache ich erstmal oben hier, das geht schneller. Und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Genau. Und dann sehen wir uns dann auch. Also haut rein. Bis dahin. Und ciao.